Dann kommen wir zu Professor Dr. Philipp Hacker. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Vorsitzende, geehrte Mitglieder des Ausschusses, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Wir widmen uns heute einem großen, vielleicht dem zentralen Zukunftsthema für unsere Ökonomie, für unseren Wohlstand, aber auch für unsere Gesellschaft. Generative KI, die entwickelt wird, bestimmt ja jetzt schon ganz rapide und verändert massiv die Art, wie wir kommunizieren, wie wir leben, wie wir arbeiten. Und man muss sich vorstellen, das ist ja erst der Anfang. Das ist sozusagen Tag 1 oder 2 der KI-Entwicklung, der generativen KI-Entwicklung. Denken wir mal 5 Jahre weiter, das sieht noch ganz anders aus. Insofern ist es verständlich, dass die EU sich dieses Themas angenommen hat. Das ist, würde ich sagen, zugleich eine gute und eine schlechte Nachricht. Warum? Es ist eine gute Nachricht, weil es tatsächlich gewisse Risiken gibt, die man sachadäquat adressieren und regulieren muss. Ich möchte mal ein paar nennen. Die wichtigsten sind hier, glaube ich, Datenschutz und Datenqualität. Transparenz hat Jonas gerade schon angesprochen, Nichtdiskriminierung. Dann weiterhin aber auch Nachhaltigkeit und schließlich Inhaltemoderation, also das ganze Thema Fake News und Hate Speech. Andererseits muss man aber auch sagen, dass die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, und das klang bei Jonas ja auch schon gerade an, durchaus gewisse Risiken ihrerseits bergen. Ich möchte mal 2 hier in den Mittelpunkt stellen. Das erste ist, dass wir tatsächlich gewisse Anwendungen, die gesellschaftlich sinnvoll sind, in der EU ausbremsen oder gar verhindern. Ja, Googles BART ist in 180 Ländern der Welt verfügbar, in der EU nicht. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass mit einer medizinischen KI außerhalb der EU Leben gerettet werden und in der EU nicht, wollen wir das wirklich? Das ist das Erste. Das Zweite Thema, das wirklich wichtig ist, und das klang jetzt auch gerade schon an, ist, dass die Compliance-Kosten teilweise relativ fix sind und Google und Microsoft natürlich relativ gut das stemmen können, kleine und mittlere Unternehmen in Europa aber nicht. Und ich sehe hier eine ernsthafte Gefahr, dass wir, wenn das so kommt, dass wir gewissermaßen den Markt auf ein Duopol hinzuschneiden von Google und Microsoft. Und das ist auch etwas, so gut diese Unternehmen sind, was wir im Sinne europäischer Souveränität und deutscher Souveränität im Digitalbereich nicht wollen können. Was also sollte man tun? Ich möchte 3 konkrete Vorschläge machen mit Blick auf sozusagen 3 Ebenen. Ich denke, die erste Ebene der Regulierung, die wir anschauen sollten, ist die tatsächlich der Foundation-Modelle. Also was muss für alle Modelle gelten? Und ich glaube, da brauchen wir tatsächlich gewisse Mindeststandards. Die hat man jetzt auch im neuesten European Parliament-Entwurf schon zum Teil drin, was also zum Beispiel Datengovernance anbelangt, ja, dass in den Trainingsdaten nicht nur mittelalte weiße Männer wie ich vorkommen, sondern vielleicht auch ein paar andere, und zwar deutlich mehr. Zweitens aber auch auf der Ebene der Modelle ganz wichtig das Thema Inhaltemoderation. Ja, wir haben gesehen, dass Experimente jetzt schon zeigen, dass man wunderbar mit ChatGPT und Konsorten Hate Speech gefüllte Shitstorms generieren kann und gleich den Code mit dazu, um das maximal zu verbreiten. Das kann man in einer demokratischen, offenen Diskursgesellschaft durchaus als Gefahr sehen. Ich glaube, da besteht Handlungsbedarf. Das Zweite ist dann aber, dass diese Regelungen auf Modellebene tatsächlich, denke ich, die Ausnahme sein sollten. Im Wesentlichen brauchen wir, und das ist die zweite Ebene, mein zweites Petitum, anwendungsbezogene Regelungen für die Bereiche, in denen dann generative KI tatsächlich in Hochrisikoanwendungen eben in die Anwendung gebracht wird, also im medizinischen Bereich, im Employment und so weiter. Da müssen wir aufpassen, dass gerade die Risikoregulierung, also das Risikomanagement, das momentan noch auf Ebene der Modelle verortet ist, dass das in die Anwendung kommt, wie Jonas schon gesagt hat. Man kann einfach nicht absehen, welche der 1 Million möglichen Anwendungsfälle dann am Ende realisiert wird. Das ab initio alles durchzudeklinieren, macht wenig Sinn. Drittes Petitum. Die dritte Ebene, sage ich mal, ist dann die KI-Wertschöpfungskette. Also, dass wir gucken vom professionellen Anwender über den Deployer, der es feintunet, bis letztlich zu der Firma, die es wie OpenAI, wie LF Alpha entwickelt, dass die alle verbunden sind über gewisse Informations- und Auskunftsrechte, denn normalerweise hat keiner der Akteure in dieser AI-Value-Chain alle notwendigen Informationen, um komplett die Compliance im AI-Act herzustellen. Das sind 3 konkrete Vorschläge. Ich möchte aber, und man könnte noch viele weitere nennen, enden mit vielleicht noch mal einem Blick, der ein bisschen rausgeht. Und zwar denke ich, dass wir wirklich hier an einem Wendepunkt sind und die generative KI-Regulierung jetzt wirklich auf dem Scheideweg ist. Wir müssen die Weichen jetzt richtig stellen, damit nicht am Ende wieder das alte Diktum
letztlich wahr wird. Die USA sind Weltmeister der KI, die EU ist Weltmeister der KI-Regulierung. Das, glaube ich, können wir letztlich nicht wollen. Wir müssen gucken, dass tatsächlich wir die Regulierung so gestalten, dass sie implementiert werden kann, sinnvoll implementiert werden kann durch die einzelnen Unternehmen und wir hier auch in die Anwendung und die Entwicklung in Europa kommen. Herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn Professor Hacker. Die britische Regierung hat angekündigt, rund 900 Millionen Euro Pfund in den Bau eines Supercomputers zu investieren, um die Chance auf einen britischen GPT zu wahren. Halten Sie es im Sinne einer digitalen Souveränität und auch in Bezug auf Innovation für sinnvoll, dass sich die deutsche Bundesregierung aktiv an der Förderung deutscher Unternehmen beteiligt, um deren Konkurrenzfähigkeit zu sichern? Und ist das Ihrer Auffassung nach primär eine Geldfrage? Und falls ja, in welcher Höhe? Und wo sehen Sie noch mögliche Handlungsfelder, um gerade den Bereich Innovation zu fördern? Danke für die Frage. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Wir sehen, in Großbritannien wird eine Menge Geld in die Hand genommen, in den USA noch deutlich mehr seitens der Regierung. Da gibt es ja sozusagen eine ganze Value Chain, die mit Fonds, die aufgesetzt sind, größtenteils dann auch aus dem Verteidigungsministerium finanziert werden. Das muss man nicht alles. Aber ich glaube, wir haben in Europa jetzt tatsächlich mehrere Bottlenecks, also mehrere sozusagen Flaschenhalspunkte, die wir beheben müssen. Und eines ist eben die Compute Infrastructure. Da müssen wir ganz klar sagen, da brauchen wir mehr. Wenn ich in Deutschland so ein Modell trainieren will, dann muss ich eben entweder auf eine Cloud gehen, Azure oder so. Also dann ist es schon wieder sozusagen, sind die Daten schon wieder irgendwo anders in den USA. Oder ich frage beim Forschungszentrum Jülich an und die haben auch nicht so viele Kapazitäten. Also ja, da brauchen wir Geld und zwar noch deutlich mehr als jetzt. Wir brauchen vielleicht sogar eine europäische Initiative mit Frankreich zusammenspinnen. Die haben auch sehr gute Modelle, Mistral, Bloom und so weiter. Wir brauchen aber auch Talent. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist echt schwer hier zu rekrutieren. Und wir brauchen halt eine Regulierung, die eine gewisse Rechtssicherheit bietet. Daher mein Petitum zu sagen, wir brauchen gewisse Standards, die werden eingehalten und dann spiegeln die sich in technischen Normen, die gewisse Safe Harbor bieten, wo dann die Unternehmen sagen können, okay, wenn ich da drin bin, dann bin ich gewissermaßen safe, dann kann ich es auch versichern. Und ich glaube, wenn wir das zusammenbringen, dann können wir dann noch ein bisschen was schaffen. Aber die Zeit läuft uns wirklich davon, genauso wie hier oben sozusagen. Sie haben Ihre Sorge ausgedrückt, was den AI Act angeht und finde ich ein sehr gutes Modell selbst skizziert, abgestuft, was in meinen Augen der AI Act zurzeit nicht abbildet. Deshalb die Frage, erstens sehen Sie das so, dass das derzeit nicht abgebildet wird vom AI Act und was würden Sie uns empfehlen, sollte man im Lichte auch der neuen Entwicklung der generativen AI die ganze Regulierung nochmal neu aufrollen und sich ein bisschen mehr Zeit auch noch mal nehmen oder sagen Sie besser, wir verabschieden das jetzt irgendwie, als dass überhaupt nichts reguliert ist. Und Herr Rothe hat auch so die Bausteine dargestellt, was man machen müsste, um eben selbst erfolgreiche Anbieter bauen zu können. Wir sind uns einig, dass das möglichst schnell passieren sollte. Würden Sie die Einschätzung teilen und haben Sie da was zu ergänzen? Vielen Dank. Das sind sehr viele gute Fragen. Ich antworte natürlich gerne in einer Viertelstunde jetzt. Also erstens, der AI Act, muss ich sagen, hat mich selbst ein bisschen überrascht, entwickelt sich schon in die Richtung, die wir vorgeschlagen haben. Ich habe da das Europäische Parlament auch beraten, sozusagen Full Disclosure. Und ein bisschen was von unserem Working Paper, das wir schon im Januar veröffentlicht haben, findet sich jetzt da auch drin wieder. Insofern geht es aus meiner Sicht schon in die richtige Richtung. Aber es sind ja noch gewisse Defizite, die könnte ich jetzt im Einzelnen aufzählen. Gerade dieses Risikomanagement ist, glaube ich, noch an der falschen Stelle verortet. Vor allem, das ist wirklich zentral. Das kann sonst ein echter Stolperstein werden, glaube ich. Und da ist dann die Frage, wie sieht es aus mit der zeitlichen Komponente? Man hat da, glaube ich, unterschiedliche Risiken, die unterschiedlich dringlich behandelt werden müssen. Also wenn ich mir jetzt solche Sachen eben angucke wie Datenschutz, Nichtdiskriminierung, da gibt es ja schon Regulierung. Also wir sind ja nicht in der Tabula Rasa, sondern die GDPR und alles mögliche gilt ja. Aber wo wir vielleicht Nachbesserungsbedarf haben, ist bei der Frage Extension des DSA, also Stichwort Fake News, Hate Speech, das lieber heute als morgen. Wenn wir die sonstigen Risikomanagement-Sachen anschauen, dann können wir jetzt sagen, nach G7, Hiroshima AI Process, da vielleicht auch erst nochmal ins Gespräch gehen mit den USA, mit Japan, mit Kanada. Da soll eine gemeinsame Strategie entwickelt werden. Wäre jetzt dumm, wenn die EU in Lead geht und dann am Ende
irgendwie was verabschiedet, was da gar nicht wieder sich wiederfindet. Also da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Koordinationsbedarf sinnvoll, ein bisschen mehr Zeit. Letzter Punkt, wie kann man sozusagen das mit den Unternehmen zusammenbringen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass man da so wie beim Lamfalussy-Prozess, wie im Kapitalmarktrecht das denken kann, Rahmengesetzgebung und dann sehr konkrete, sektorspezifische, technische auch Guidelines und auch sozusagen Umsetzungsakte, die dann auch schnell wieder geändert werden können durch die Kommission, die nicht jedes Mal durchs Parlament gehen müssen. Und da hat man dann Stakeholder aus der Zivilgesellschaft, aber auch von den Unternehmen in diesen Gruppen mit drin und dann kann vielleicht ein Schuh draus werden. Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich auch die zweite Runde bestreiten und habe auch meine Fragen an Professor Hacker. Und ich habe drei Fragenbereiche, deshalb stelle ich die alle hintereinander, dann können Sie sagen, wie Sie antworten wollen. Das eine ist das Thema nochmal Meinungsbildungsprozess und Desinformation, die Frage der Gefahrenabwehr. Sie sehen ein Schlupfloch, weil der Digital Services Act der KI-Modelle darauf nicht ausgerichtet ist. Wie könnte zum Beispiel, auch bis der KI-Verordnung dann in Kraft ist, möglicherweise auch der deutsche Gesetzgeber tätig werden, um dem zu begegnen. Das zweite betrifft das Thema Urheberrecht, das ja plötzlich wieder in den Fokus geraten ist. Und viele verweisen ja auf das Vetorecht, das in der DSM-Richtlinie existiert. Ist das Vetorecht anwendbar auf KI-Modelle? Ist das praktikabel? Oder was muss man tun, um die Rechteinhaber besser in die Lage zu versetzen? Und die dritte Frage wäre noch mal zum CO2-Fußabdruck, da wir ja wissen, dass KI-Anwendungen sehr, sehr viele Emissionen verursachen. Sind die Ansätze jetzt im Europäischen Parlament vielversprechend oder sind die noch zu kurz gegriffen? Vielen Dank. Ich bemühe mich, schnell zu reden. Das Erste ist nochmal die Frage DSA. In der Tat könnte man sich da vorstellen, dass man so eine Art NetzDG 2.0 aufsetzt, bis der DSA irgendwie entsprechend abgewandelt wird. Was ist das Problem? Generative KI selbst ist nicht erfasst. Natürlich, wenn irgendwas gepostet wird auf Facebook, Twitter oder so weiter, dann schon. Dann ist aber sozusagen die Büchse der Pandora schon geöffnet. Das heißt, was mir vorschweben würde, und das ist auch was glaube ich, viele Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, auch in gewissem Rahmen sinnvoll fänden, ist, dass man sagen kann, dezentral die Prüfungen zu veranstalten über Notice and Action Mechanisms und Trusted Flaggers, so wie im DSA jetzt angelegt. Also es gibt dann bestimmte registrierte NGOs oder sonstige, vielleicht auch eine Behörde, die testen diese Modelle und die sehen dann, ups, bei dem Prompt kommt jetzt doch die Bauanleitung für die biologische Bombe raus oder halt irgendwie harte, illegale Hate Speech, dann wird das an die Entwickler zurückgespielt und die müssen das dann sehr schnell ändern. Das ist das eine, das könnte man auch zunächst mal national wenn man möchte, versuchen umzusetzen. Zweite Frage, Urheberrecht ist natürlich auch ein großer Bereich. Vetorecht, ganz richtig, haben Sie darauf hingewiesen, das ist in beide Richtungen problematisch. Für die Anwender oder für die Rechteinhaber vielleicht manchmal gar nicht bekannt. Noch größeres Problem ist aber, dass es gar nicht standardisiert ist, wie dieses Veto ausgeübt wird. Und das führt dazu, dass dann Unternehmen, die das nutzen, die Daten nutzen wollen, eigentlich sie nutzen dürften, es sei denn, es liegt ein Veto vor, gar nicht wissen, ob dieses Veto jetzt vorliegt oder nicht. Man kann jetzt nicht händisch 20 Millionen Datenpunkte durchgehen und gucken, ob jetzt irgendwo in irgendeinem Meta-Tag irgendein Veto drin ist. Da brauchen wir eine Standardisierung. Letzter Punkt, Nachhaltigkeit. Ja, ganz wichtig. Da brauchen wir Sustainability Impact Assessments und deutlich mehr Transparenz. Da geht es in die richtige Richtung, aber noch nicht weit genug. Es wurde gerade eben von Ihnen, Herr Hacker, der Hiroshima-Prozess angesprochen. Ich denke, ein Ergebnis, was uns alle sehr positiv gestimmt hat. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, aber es würde ja im Grunde durchaus Sinn machen, dass wir mit unserer Überlegung über den AI Act auch nochmal sehr intensiv uns darüber grundsätzlich Gedanken machen, ob es Sinn macht, jetzt als Europäische Union voranzugehen oder eher das gemeinsam mit unseren Partnern in der G7 zu klären. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass wir da eher auf die Bremse treten sollten und das innerhalb der G7 regulieren sollten? Oder haben Sie das anders gemeint? Vielleicht könnten Sie darauf noch kurz eingehen.
Wie gesagt, ich glaube, das muss man spezifisch für einzelne Bereiche sehen. Also es gibt ja schon eine ganze Reihe von Regulierungen, die große Teile, ne, Product Liability, das gibt's, es gibt DSGVO, es gibt Nichtdiskriminierungsrecht, all das gilt jetzt schon. Das neue am AI Act sind eben da manche spezifische Prozessregulierungsstrategien und die in der Tat könnte man, glaube ich, nach dem Hiroshima-Prozess jetzt, und das muss ja auch gar nicht so lange dauern, sinnvoll schnell abstimmen mit den anderen. G7-Nationen, ich meine, realistischerweise wenn wir ohnehin erst Ende 2023 einen finalen Entwurf mit dem Trilogverfahren haben. Bis dann haben wir noch einiges an Zeit. Die können wir gut nutzen und sollten wir auch, damit wir da einen abgestimmten Prozess haben. Davon gewinnen am Ende alle, denn wenn in den USA ähnliche Regeln gelten sollten, Frage, ob das kommen kann, dann glaube ich, sind wir da in der EU auch weniger, sozusagen belasten wir unsere eigenen Unternehmen eben weniger. Absolut. Sie hatten vorhin ein mehrschichtiges Verfahren bezüglich der Kennzeichnung von generativer KI angesprochen in Ihrem Eingangsstatement. Vielleicht könnten Sie diese Mehrschichtigkeit noch mal erläutern, wie das aussehen soll, weil das ja gerade aktuell auch ein sehr wichtiges Thema ist, mit dem wir auch alle im politischen Raum immer wieder konfrontiert werden. Das habe ich wahrscheinlich in dem Paper auch ausgeführt, genau. Das ist eine sehr gute Frage, weil ja einerseits irgendwie vielleicht nicht einzusehen ist, dass wenn ich jetzt die Geburtstagskarte irgendwie mit generativer KI erstellen lasse, dass das jetzt unbedingt da draufstehen muss. Das interessiert ja niemanden und hat auch niemanden zu interessieren. Also im privaten Kontext sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so kritisch. Wo es, glaube ich, wichtig ist, sind zwei Sachen. Erstens bei professionellen Nutzern, dass da nach außen sichtbar gemacht wird, Achtung, da steht sozusagen KI dahinter. Was heißt da Achtung? Also da ist halt KI im Einsatz. Das kann ja auch ein Gütesiegel sein. Zweitens, im Bereich soziale Netze. Soziale Netzwerke, das hat ja Sandra Wachter auch schon erwähnt, da macht das meiner Ansicht nach auch Sinn, weil man da natürlich tatsächlich das Problem hat, über kurz oder lang eigentlich, das sagen alle KI-Experten, mit denen ich spreche, wird man nicht mehr wissen, sind diese Fotos echt oder nicht, sind diese Videos echt oder nicht. Die werden so gut, diese Technik, man kann es nicht detektieren. Das ist probabilistisch dann möglich, dann habe ich vielleicht eine 60% Wahrscheinlichkeit. Deshalb da auch Kennzeichnungspflicht, wer dagegen verstößt, dann gibt es eben Auflagen oder Bußgelder oder sonst was. Sie haben in Ihrer Stellungnahme unter anderem erwähnt, dass der Rechtevorbehalt beim Text und Daten vereinheitlicht werden sollte. Das deckt sich auch mit anderen Aussagen, die wir hören, dass nämlich die Regelung hierzu bislang ins Leere geht, solange es keinen maschinenlesbaren Standard dafür gibt. Was sollte der Gesetzgeber hier tun oder die Gesetzgeberin? Und wie sollten wir in dem Zusammenhang mit bereits vor der Etablierung eines solchen Standards trainierten Modellen umgehen? Das ist ja eine heiße Debatte, gerade die derzeit von Urheberinnen und Urhebern, also Kreativen, geführt wird. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr guter Punkt, den ich ja gerade auch schon mal kurz aufgegriffen hatte, auf Grundlage der Frage der Vorsitzenden. Also wir brauchen da eine klare Standardisierung, die technisch durchführbar ist, und das muss möglichst schnell durch die Kommission angepackt werden. Ich habe gehört, dass das jetzt auch schon auf der Tagesordnung ist. Wie der Standard jetzt genau aussieht, dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das kann man dann, muss halt implementiert werden, sodass es gut machbar ist, auch durch Nutzer, die jetzt nicht so technisch affin sind. Die Frage, wie gehen wir mit Modellen um, die bereits trainiert sind, das ist sehr kompliziert.